Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Hütte vom Archivier hier erreicht, der weiß, wo sich das Mana-Blatt befindet, und zwar hinter dieser Tür, in einer Höhle irgendwo. So, wir haben dieses komische Rätsel mit diesen Blumen oder Pflanzen gemacht gerade. Aber ich habe das gerade gemacht. Also ja, das lohnt sich bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, wir können irgendwie nochmal zu dieser Hütte irgendwann und können dann nochmal die Schätze nehmen, weil sonst müsste ich hier den ganzen Weg nochmal hochlaufen. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder runter und weiß ich nicht. Okay. Hey, wo soll denn diese Höhle sein? Ich sehe nirgends eine Höhle. Vielleicht liegt sie hinter dem Wasserfall. Klassisch. Hinter dem Wasserfall? Wie sollen wir denn da hinkommen? Das macht Sinn. Das wäre auf jeden Fall ein schwieriger Ort. Wieso? Wir gehen einfach hin, dann schwimmen wir und dann... Da müssen wir also irgendwie den Wasserfall aufhalten? Sieht so aus. Ah, dass es wohl noch eine andere Möglichkeit gibt, als ihn aufzuhalten. Okay, ja, ich habe schon verstanden. Das haben wir ja in der letzten Folge gemacht. So, wir nehmen einfach den Stein und schieben ihn woanders hin. Sehr schön. Wir haben heute übrigens den ersten Weihnachtstag. Müsste eigentlich, wenn ich es geschafft habe, alles hochzuladen, aber müsste ich eigentlich. Ich habe jetzt Ferien, ich habe Zeit. Hallo. So, damit haben wir den Wasserfall, nehme ich mal an, gespalten. So wie ich mir das jetzt vorstelle. Wir gehen nicht nochmal dahin, weil sonst ist das blöd. Weil sonst können wir nämlich den ganzen Weg hier hochrennen, wenn wir ein paar Sachen hier bekommen haben. Ah, das muss die Höhle sein. Sie lag wirklich hinter dem Wasserfall. Das ist allerdings ein schwieriger Ort. Wir haben die Höhle endlich gefunden. Okay, gehen wir. Wann das für Konversation? Hey, da ist er ja. Das ist ein schwieriger Ort. Wie sollen wir reingehen? Komm, wir gehen rein. Okay. Was prüfen? Oh. Hier ist ein Speichersiegel. Wow, warum nicht? Weiß, was für Gefahr mich da drin erwarten. Ich glaube zwar nicht, dass ich levelmäßig hier Probleme haben werde, aber... Naja. Mal sehen. Leuten muss ich jetzt auch eigentlich nicht mehr so viele Angriffe einsetzen. Nur noch zwei Angriffe. Noch zwei Sachen kann er lernen. Drei Angriffe und zwei Sachen kann er lernen. Er hat sieht als einziger schon wieder so aus, als hätte ich mit ihm die Hölle durchgekämpft. Bams, bams. Die anderen haben doch so viel TP. Ich verstehe das nicht. So, die Magier, die ich kenne, sind nicht so gut im TP-Verbrauch. Oder Magie-Verbrauch allgemein. Aha, das ist also aus Kraut. Ziemlich auffällig. Du bist gerettet, Colette. Ja, danke, Lloyd. Wie gesagt, ihr müsst es ja unbedingt sagen, ne? Da ist etwas. Ihr müsst ja unbedingt das Maul aufmachen, ne? So, glaube ich, noch TP gehalten von Lloyd. Eine Riesenpflanze. Sie überwacht das Kraut? Plantix, okay. Das war ein bisschen offensichtlich, dass es nicht so einfach wird, ne? Was kann denn schon, aua, Schlimmes passieren, ne? Warum habt ihr das noch gesagt? Dann wären hier bestimmt fünf Pflanzen von denen gewesen. So, spam einfach wie ein Blöder hier irgendwas. Hi, Gennis, du musst nicht unbedingt hier vorne stehen, um zu zaubern. Ich halte das nicht aus. So, einfach. Ja, das macht schon dicke Schaden, aber... Was kommen die alle so nah? Das war eigentlich perfekt, wo die so weit entfernt waren. So, ich glaube, Gennis war kurz davor. Airfrost, der hat das schon... Setz das mal ein, dann hast du auch 50 Mal eingesetzt. Spruch gelernt. Cyclone. Boah, geil. Hast du jetzt eingesetzt oder nicht? Ja, oh, okay. Ich könnte auch eigentlich alle abstellen, bis auf... Weiß ich nicht. Ein Zauber. Xe! So, wie war das jetzt? Das hier? Und... Weiß ich jetzt nicht mehr. Verdammt! Ausgerechnet jetzt geht natürlich nicht gut hier. Ich krieg die Krise. Was zum...
Aua, ist gut. Sehr gut. Auch wenn ich nicht aua geheilt wurde. Oh Mann. Ich sehe gerade, der hat so einen Knochen irgendwie so als Blüte. Nee, eben nicht als Blüte, als Kern. Ja, Knospe, weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Biologe. Aber der ist gleich tot, ja. Alter, lass mich ran. Oh, Nurse, sehr schön. Kannst auch revertilisieren einsetzen. Wenn du willst. Ich möchte mich ja nicht in deine Arbeit einmischen, Rain. Ja, du musst jetzt... Komm, lass mal ihn mal... Dings hier nicht einsetzen. So, du musst beim Zauber lernen und so. So, wie sieht's jetzt aus? Ich meine, so wenig nur. Müssen wir mal den Angriff einsetzen. Und du bist tot. Bams, das war ich. Ich ganz allein, ja. Blaue Sephira. Ach, die gibt doch doppelt so viel Geld, ne? So, TP, TP und KP. Sehr schön. Das war ein ganz schön zähes Gewächs. Deshalb hat er also schwieriger Ort bezeichnet. Ist als schwieriger Ort bezeichnet. Was soll's, wir haben das Kraut, also ist alles in Ordnung. Stimmt. Mana Blattkraut gefunden. Yay. Typisch. のんきなこと言うな。おい、リーガル、先生を止めてくれ。邪魔をするな、リーガル。私はオルフェジヘンの歴史的意義を語るところなのだ。オルフェジヘンか。あれは近代テセア氏における重要な出来事だな。詳しく話すといい。 Jetzt wird sie wahrscheinlich nie mehr aufhören. Oh, na? Jetzt bin ich wieder hier. Super. Kann ich auch mal den Rest der Höhle erkunden. Ich meine, es ist ja schön, dass ihr mich wegteleportiert habt wieder, aber trotzdem. Wenn es da drin was gewesen ist, ne? Auch wenn da drin was gewesen ist. Das ist... Oh. Das Spiel trollt mich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich tue mal nicht da unten speichern. So. Jetzt darf ich mich mal bitte umschauen. Sag jetzt nicht, wir sind einfach hier. Okay. Dann macht es das ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt. So. Wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte. Und dann geladen hätte. So, hast du noch was zu sagen? Wir haben das Malerblatt. Wir sind awesome. Ihr seid also heil zurückgekommen. Sie wussten von der riesigen Pflanze, die das Malerblattkraut bewacht hat, nicht wahr? Ja, aber selbst wenn ich es euch gesagt hätte, hättet ihr nicht anders gehandelt. Ich habe euren starken Willen gespürt. Natürlich, es ist für einen teuren guten Freund, eine teure gute Freundin. Lloyd. Übrigens, leben Sie schon lange hier? Ja, ich bin derjenige, der die Lehren des Elfendorfs an die nächste Generation weitergibt. Hier webe ich verschiedene Geschichten in das Mana-Blatttuch ein. Was für Geschichten? Legenden von Elfen, die vom Himmel herabstiegen und von der Geburt der Menschen, der Aufstieg und der Fall der Balakov-Dynastie. Die Ankunft der Engel, der göttlichen Kahlenbaum, der Kahlen Krieg und die Geschichte des Heldenmythos. Ich merke mal ein, dass die Musik jetzt voll. Okay, die Musik ist aus. Man hört jetzt nur die Glocken hier, die Zahnräder. Nee, ist auch nicht richtig. Egal. Hey, hey, ich dachte, der Held Midus wäre in Heimdall tabu. Das hier ist nicht Heimdall. Ich lebe hier, um die Legenden weiterzugeben, ohne den Bräuchen von Heimdall unterworfen zu sein. Wer war denn eigentlich der Held Mythos? Sein Name fällt, wo immer wir hingehen. Sein Name wurde auch in den Bündnissen mit den Elementargeistern erwähnt. Das ist auch Colette. Sein Name wurde auch in den Bündnissen mit den Elementargeistern erwähnt. Die Legende von Mythos hat auch etwas damit zu tun, wie wir Colette heilen können. Mythos wurde in Heimdall geboren.
Er war ein Außenseiter, der bei Beginn des Kahlenkrieges aus dem Dorf verstoßen wurde. Er beendete den Kahlenkrieg mit seinen drei Gefährten, um ins Dorf zurückkehren zu können. Das ist schon wieder los. Ein Außenseiter? Soll das heißen, er war ein Halbelf? Vitos, ein Halbelf? Das ist ja unmöglich. Ja, Vitos war ein Halbelf. Nur einer seiner Gefährten war ein Mensch, die anderen waren Halbelfen. Sie wurden als Ausgestoßene behandelt, überwanden den dies jedoch und beendete den Krieg. Warum darf sein Name dann in Heimdall nicht erwähnt werden? Weil er ein Halbelf ist. Nein, das stimmt nicht. Mein Gott, wie alle direkt. Es liegt daran, dass der Held Mythos, der Liebling von Origin, auch ein gefallener Held ist. Ein gefallener Held? Wie meinen Sie das? Diejenigen, die Origin betrogen und die Macht von Origins magischen Schwert dazu verwenden, die Welt zu teilen, waren Mythos und seine Gefährten. Okay, Mythos Yggdrasil, seine ältere Schwester Martell und ihre Gefährten Jorn und Jan und Kratos, okay. Die vier Engel veränderten das Wesen der Welt und darum durften ihre Namen in Heimdall nicht genannt werden. Yggdrasil von Truxis ist der Held Mythos? Seine Gefährten waren Martell, Jan und Kratos? Das ist unmöglich. Plot Twist. Kratos ist der Freund eines Helden von vor 4000 Jahren. Selbst ein Elf kann nicht so lange leben. Aber Kratos ist doch kein Elf. Engel können spezielle Kampffertigkeiten nutzen, die im Kalan-Krieg entwickelt wurden. Eine davon nutzt das Mana des Körpers, um den Metabolismus zu verändern und die innere Ruhe des Körpers anzuhalten. Somit altern sie nicht und leben länger als Elfen. Ich denke, eine Spezies sollte die ihr zugedachtes Lebensspanne nicht überschreiten. Ich bin total verwirrt, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Wirklich? Mindestens eins wissen wir doch sicher. Die Macht von Origin hat etwas mit der Teilung der Welt zu tun. Und das magische Schwert ist der Schlüssel. Genau, wir dürfen unser eigentliches Problem nicht aus den Augen verlieren. Unser Ziel ist die Rettung der beiden Welten. Ja, wir konnten den göttlichen Baum nicht in Zaum halten. Aber wenn wir die Welten wieder in ihren ursprünglichen Formen zurückführen können, zumindest können wir dieses System, in dem die Welten um Mana konkurrieren, umwandeln. Ja, du hast recht. Wenn man ein Erbsengehirn besitzt, sollte man das denken lassen. Wenn man ein Erbsengehirn besitzt, sollte man das denken... Was? Okay, ihr seid gemein. Gehen wir zu unserem nächsten Zielort. Der wäre, danke, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Möge der göttliche Baum über euch wachen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Mana-Fragment. Ob es das wirklich in Deris Kalan gibt? Ich bin auch neugierig auf Origins magisches Schwert. Möglicherweise ist das ein Schlüssel zur Rettung der Welt. Aber das wird gefährlich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Was soll das denn heißen? Das heißt, wenn man kein Wagnis eingeht, erhält man auch keine wichtigen Dinge. Ach so. Wirklich, Leute, man könnte an dir verzweifeln. Aber Zellos hat recht. Lass uns in den Hauptquartier von Kruxis gehen, auf nach Deris Kalan. Was ist mit China da hinten los? Aber wie kommen wir denn dahin? Den Schriften zufolge ist der Turm des Heils der Eingang. Dann sollten wir zum Turm des Heils gehen. Auf dieser Welt ist doch auch einer, oder? Naja, ja, da ist einer, aber leider brauchen wir meinen Kruxis-Kristall. Der Kruxis-Kristall ist der Schlüssel zum Turm des Heils. Du weißt ja gut Bescheid. Naja, ich bin ja schließlich auch der große Auserwählte. Aha, du wurdest also auch mit einem Kruxis-Kristall geboren. Ja, meine Schwester hat ihn zurzeit. Sie ist in der Abtei südöstlich der Teusmine. Okay, gehen wir dort vorbei. Okay. Ja, ich wollte ehrlich gesagt erst die ganzen... Ach, egal. War nur ein Schild und, weiß ich nicht, ein Hut. Werde ich bestimmt irgendwo mal kaufen können. So. Okay, da haben wir einige epische Plot-Twists hier bekommen. Kratos ist irgendwas mit 4000 Jahre alt. So wie Jan. Und Martell war auch ein Gefährte von Mythos, den angeblichen Helden. Wenn jetzt dieser Mythos ist, den wir hier
begegnet sind, ne? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ganz ehrlich. Wir kennen so typische Anime-Plot-Twists, wir kennen sie doch alle. Okay, wie zum Teufel habe ich das gemacht? Das gibt's doch nicht. Oh, okay, guck mal, erstmal. So, in der Nähe von der Toy-Schmiede, Abteil, boah, wo war das nochmal? Wo bin ich? Hier, boah, China, die widerliche Hexe, ey. Lass mich ran, von mir gekommen ist. あれ?お前たちあんたことがあんのか?いつだったか、私の後をつけ回すやつがいてさ。捕まえてみたらセレスだったんだよ。セレスが、お前を?なんで?あっちが聞きたいよ。お兄様馬鹿です。メスネコ、ケクガーとか叫んで、いきなり切りかかってきたんだ。ま、返り討ちにしてやったけどね。なあ、それあれだ。 あいつお前のことを俺様のスイートハニーだと思ってるんだな。どこをどうすればそんなふうに勘違いできるんだよ。俺様があいつにそう言ったから。あんたのせいじゃないか。 Oh Mann. Aus der Besinnung. Warte mal, ich könnte Heilung vertragen. Wer weiß, wie schnell ich wieder in einen Kampf gezogen werde. Das ist eine Katze, was soll ich denn damit? Hallo, ich brauche eine Hundearmee. Da oben. Wow. Oh, das ist ein Bett, so ganz zufällig. Übrigens, das kostet was. Ja, du mich auch. Wir stehen doch einfach nur so zufällig da. Diesmal nicht irgendwie von der Parkbank oder so. Jetzt so ein Obdachloser will da übernachten, sage ich, ja, das kostet übrigens was. Das wäre richtig unsozial. Das gefällt mir. So, dann. Toysmiede. Ich habe mich ein bisschen genährt, das ist gut. So, hier ist die Toysmiede. Was für ein Abteil meinen die denn? Abteil in der Nähe von der Toysmiede. Ja, seine junge Schwester lebt. Die Gruppe geht zu einer einsamen Insel in der Nähe des südlichen Kontinents von Titaula, südöstlich der Toysmiede. Warum ist denn seine Schwester da? Nie ohne. Ja, ich mache dieses nie ohne Seife, weil ich das nicht so drauf habe mit den Himmelsrichtungen und so. Habe ich das vielleicht irgendwo schon mal gesehen? Okay, da müsst ihr ja dann. Meint jetzt wortwörtlich auf irgendeine Insel? Dann meinen die hier. Hier ist das doch, ne? Na klar, hier war ich doch schon mal. Teufel. So. Abteil, okay. Ja. Speichern wir mal. Ich glaube ja, so einfach wird es natürlich wieder nicht. Und ja. Was? Ich frage mich, wie Kratos darauf reagieren wird, wenn wir ihn mal irgendwie darauf ansprechen, dass wir wissen, ja, dass er irgendwie, ja, mal so ganz nebenbei 4000 Jahre alt ist. Na, großer Bruder, ich meine, wie ich sehe, ist der Auserwählte ganz der Alte und wandert planlos durch die Gegend. Hey, Celes, ich brauche den Kruxeskristall, den ich hier gelassen habe. Gib ihn mir zurück. Bitte sehr. Schließlich gehört er ja rechtmäßig dem Auserwählten. Eben. Wenn das alles war, bitte ich höflich darum, dass du verschwindest. Sofort. Schon gut, schon gut. Bin wohl immer noch genauso unbeliebt wie früher. Ich ärmster. Warte, großer Bu. Hm? Was ist meine liebe kleine Schwester? Nichts. Oh, okay. Pass auf dich auf. Das hat er nicht gehört. Ich hab nichts gesagt. Also, es ist auch egal, ob mein großer Bruder es hören konnte oder nicht. Ah, du hast ihn großer Bruder genannt. Gar nicht, hab ich nicht. Nie im Leben hätte ich so einen Bruder. Geht jetzt bitte. Ist ja voll süß, die Kleine. Na, was meinst du? Ich bin ungemein beliebt, was? Besonders freundlich ist sie nicht.
Sei nicht so hart. Sie war schon seit frühester Kindheit immer kränklich, aber trotzdem hat ihre Mutter... Noch egal. Als du gegangen bist, hat sie gesagt, pass auf dich auf. Wow. Naja, wir sind jetzt soweit, oder? Auf den Turm des Hals. Ja. Dann spreche ich nochmal mit der Hallo. Okay. Oder geht zum Derre, oder was? Deine Schwester hasst dich? Sollen vielleicht nicht direkt vor ihr darüber reden, aber okay. Okay, was? So, nur mal so ganz nebenbei. Wo macht man das nochmal? Ah ja, meine Güte. Einfach mal so. Okay, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn er seine eigene Schwester angemacht hätte. Aber wir reden ja hier immer noch von einem japanischen Spiel. Da ist sowas nicht gerade unmöglich. Spielen wir mal Celeste hier. Na, was geht? Alles klar, zum Turm des Heils, also. Das ist mein klares Ziel, das ich mir merken kann, also. Okay. Sie hat nicht gemerkt, dass ich jetzt bin, was zum Teufel. Oder hat er es nicht mehr, egal. So, Turm des Heils. Wo bist du, mein Sündschein? Vergeh mein Popschutz wieder gekommen, ey. Voll abgeleckt, oder? War ich da noch nie? Kann natürlich sein, dass ich da noch nie war. Aber den werde ich ja wohl schnell finden, zum Turm. An dem bin ich auch dutzende Male schon vorbeigeflogen, also wenn ich irgendwann zufällig an dem vorbeikomme, dann weiß ich auch nicht. Wird er schon irgendwo hier sein. Ich glaube, hier irgendwo war der auch. Jo. Bist du der Turm des Heils? Au. So. Du bist das, ne? Jo. Tu mal nochmal zur Sicherheit speichern. Man weiß ja nie. Haben wir noch ein bisschen was erreicht in dieser Folge, ne? Habe ich, wie lange das Spiel noch ist. Also mehr als die Hälfte müsste ich ja schon haben, so ungefähr, ne? Mal ein bisschen lauter, hoffentlich hört man kein Echo oder so. So, dann hätten wir eigentlich auch überfliegen können. Das hier erinnert mich irgendwie an meinen Weg zur Weltenerneuerung. Aber diesmal sind wir hier, um deine Krankheit zu heilen. Ich bin schon gespannt, wie der Turm des Heils von Tetahola aussieht. Zellos, öffne die Tür schnell. Weißt du, manchmal kannst du richtig furchteinflößend sein. Oh yeah, schaut euch das an. Mein großer Auftritt. Sehe ich aus wie ein Auserwählter oder was? Ja. Gehen wir. Hehehe, Roger. Das ist eine ziemlich beunruhigende Lache. Zellos, stimmt etwas nicht? Was? Du bist noch, noch unausstehlich halt sonst? Nee, so ist er immer. Ignorieren einfach. Hehehe. Ganz schön clever, die Kleine. Okay. Jetzt kommt Zellos großer Verrat oder irgendwie sowas bestimmt. Und ja, stimmt. So sah der in Dingens aus, in Silverround. Die ganzen Auserwählten, die fliegen ja rum. So war das doch, ne? Den ganzen Sarkophagen. Ja, was ist... Ah! Wie grässlich! Ach, das war Regel. Was für ein trauriger Ort. Wartet mal, ist das wirklich Tetahola? Ja, sieht irgendwie aus wie der Turm des Heils in Silverround. Jetzt, wo er es sagt. Mein Körper, ich zittere ununterbrochen. Das ist derselbe Ort. Aber das kann doch nicht sein. Leute, kommt dir das hier bekannt vor?
Das, Moment mal, das habe ich doch kaputt gemacht. Ja. Oh gut. Okay. Okay. Die beiden Wellen sind hier verbunden. Natürlich ist es derselbe Ort. Kratos, du schon wieder. Wer bist du eigentlich? Bist du wirklich einer von Mythos Gefährten von vor 4000 Jahren? Gut, ihr habt das inzwischen herausgefunden. Da kann ich mir ja lange Erklärungen sparen. Wir nehmen die Auserwählte als neuen Körper für Mattel. Du versuchst das immer noch? Bist du wirklich so darauf versessen, Mattels auferstehen zu lassen, dass du dafür die ganze Welt zerstören willst? Ich muss mich nicht erklären. Du bist also wirklich unser Feind. Ich habe immer gedacht, gehofft, dass du zum Guten, dass du zu den Guten gehörst, aber das tust du nicht. Das sollte doch inzwischen offensichtlich sein. Halt dich diesmal nicht zurück. Oder letztes Mal auch nicht. Oh Mann. Ja, das werden wir in der nächsten Folge aber sehen, ob wir eine Chance gegen den Typen haben. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.